begrüßen euch ganz herzlich zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Du bist in Gottes Hand. Sein Schutz ist um dich herum und niemand kann dich aus seiner Hand reißen. Das lesen wir auch in Römer 8, Vers 38 und 39. Niemand wird uns scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ist das nicht wunderbar? Ja, das ist wunderbar. Hoffnung um 12. Wir sind wieder da. Wir wollen dich ermutigen. Wissen macht erfolgreich. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon heute bis 13 Uhr. Wissen macht erfolgreich. Ja, das Erkennen, das Wissen, dass Christus in uns ist, zeigt uns unseren eigenen Wert. Wenn du erkennst, wer du bist, dass Christus in dir ist, erkennst du den Wert. Wissen macht wirklich erfolgreich. Wenn du ein Haus kaufen tust, dann forschst du auch nach, was da alles drin ist, was für ein Wert, was für eine Heizung, was für Fenster, was für eine Isolierung und so weiter, die ganze Substanz. Und das gibt den Wert. Und die Substanz, die in dir ist, ist Jesus Christus. Der volle Wert. Nicht einer von Billionen, sondern der volle Wert ist in dir. Und wenn du das erkennst, dann kennst du deinen Wert. Es ist nicht eine historische Geschichte. Jesus, es war einmal und Jesus lebte, er ging ans Kreuz und das ist Geschichte. Wir haben so viele Geschichtsbücher und täglich wird Geschichte geschrieben, aber die Geschichte mit Jesus ist nicht zu Ende. Du bist mittendrin, du bist Teil dieser Geschichte und du spiegelst auch das, was in dir ist. Und nicht das, was sein sollte. Ja, wir spiegeln das, was wir in uns haben. Und das ist wichtig, dass du das spiegelst, was in dir ist. Und ich sage dir, wenn Christus nicht in dir ist, spiegelst du was ganz anderes. Spiegele Christus wieder. So steht es auch in der Bibel. Herr, ich danke dir dafür, dass wir dich widerspiegeln dürfen. Danke, Herr, dass wir erfolgreich sein dürfen, weil wir den Wert kennen, Herr. Herr, Wissen ist wirklich die Macht, da steckt Macht drin, zu wissen, dass du in deiner ganzen Fülle in uns bist. Lass uns das erkennen und lass uns in dieser Position leben. Amen. Amen. Wir hören gleich, was Gott getan hat in den vielen Zeugnissen, die wir erhalten haben, wo ich einige herausgesucht habe. Aber zuvor wollen wir beten für Menschen, die ihr Anliegen gesandt haben. Und per E-Mail schreibt uns eine Frau folgendes Gebetsanliegen. Ich bitte im Gebet um Heilung von starken Rückenschmerzen und Schmerzen in der Nierengegend. Außerdem um Heilung meines Bruders von Schlaganfall und Corona. Und Jesus, ich danke dir, dass du diese Frau kennst und dass du sie berührst und heilst von ihren starken Rückenschmerzen und auch Nierenschmerzen. Danke, Jesus. Du bist der Herr auch über ihrem Leben und ich danke dir, dass du eingreifst, dass dein Heilungsstrom fließt und dass sie mächtig gesegnet ist und gesund ist in deinem, durch dein teures Blut. Danke, Jesus. Und auch um diesen Bruder mit Schlaganfall und Corona. Danke, Jesus, dass du auch ihn berührst, dass auch er heil ist in deinen Wunden, auch von Corona und von Schlaganfall und von allem, was in seinem Leib nicht in Ordnung ist, das entmachten wir durch das Blut Jesu. Und ich danke dir, Jesus, dass du eingreifst und dass du diese beiden Menschen berührst. Amen. Amen. Und ein Gebetsanliegen einer Frau, die uns Folgendes schreibt. Habe einen wachsenden Tumor in der Gebärmutter. Bitte Gott, lass ihn schrumpfen und verschwinden. Und genau das bitten wir jetzt. Gott, lass ihn schrumpfen und verschwinden. Und wir entmachten diesen Tumor im Namen Jesus. Und ich danke dir, Jesus, dass diese Zellen eintrocknen und nicht mehr aktiv sind. Danke, Jesus, dass dein Heilungsstrom durch ihren Leib jetzt fließt, durch diese Gebärmutter und dass sie heil ist und dass dieser Tumor verschwindet. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen. Wir beten gerne für dich. Die Infos sind eingeblendet. Und ein Mann schreibt uns sein Gebetsanliegen um Heilung des Herzens.
Liebe Geschwister, wegen Verkalkung am Herzen wurde mir ein Bypass empfohlen. Ich wünsche mir die ganze Heilung durch Jesu Wunden. Ganz herzlichen Dank für eure Gebetsunterstützung. Danke, Herr, dass du jetzt wunderbar der Herr bist, auch über dieser Person. Ich danke dir dafür. Herr, ich danke dir dafür. Du bist der Herr der Herzen, Herr. Nicht nur dem seelischen, dem geistigen, sondern Herr, auch dem fleischlichen Herz. Herr, ich danke dir dafür, dass du der Berührende bist. Und ich danke dir dafür, dass du dieses Herz durchströmst, Herr, mit deiner Heilungskraft. Und du kennst auch das Anliegen, Herr, wegen dem Bypass. Und danke, Herr, dass das wirklich alles gut wird. Danke, Herr. Amen. Amen. Und ein Mann bittet für seinen Schwager um Gebet. Mein Schwager leidet unter Pankreaskrebs, das ist die Bauchspeicheldrüse. Ich bitte um Fürbitte für ihn, dass der Herr ihn total heilt. Oh ja, so viele wurden auch schon daran geheilt. Es ist so eine schlimme Krankheit. Und da wollen wir jetzt auch beten für diese Person. Und ich danke dir dafür, Herr, dass du wunderbar, Herr, ja, der Gegenwärtige bist, dass du der bist, der berührt, heilt. Und danke, Herr. Herr, durchströme du diese Person ganz wunderbar, Herr, von Kopf bis Fuß und ganz besonders, Herr, diese Bauchspeicheldrüse, Herr, dass dieser Krebs weichen muss, in Jesu Namen weichen muss. Amen. Amen. Und ich freue mich immer wieder, Zeugnisse vorlesen zu dürfen, weil da wirklich man spürt, was Gott tun kann und man erfährt, was Gott wirklich zu tun vermag. Es ist ein Gott, der Wunder tut und das ist wirklich eine Freude, das zu hören. Und ein Blasenproblem, das über 10 Jahre bestand, wurde geheilt. Bei der letzten Gebetsnacht bat ich sie um Gebet für mein Blasenproblem, das ich über 10 Jahre hatte. Ich darf Ihnen berichten, Jesus hat meine Blase geheilt. Außerdem bekamen meine Beine neue Kraft. Jesus gebührt alle Ehre. Auch Ihnen großen Dank für Ihre Gebete. Ja, und Gott setzt immer noch eins drauf und macht noch mehr, als wir bitten. Gott hat Humor. Nach über einem Jahr greift Gott ein und ein Tumor geht in die Hose, schreibt diese Frau aus Österreich. Ich wandte mich im Juni 2020 mit der Bitte um Gebetsunterstützung bei der Online-Gebetsnacht im September an sie. Ich hatte Darmkrebs. Im Oktober haben sie mir geschrieben, dass sie für mich gebetet hatten und dass ich Geduld haben soll und es oft länger dauert, bis Gott eingreift. Nie aber hatte ich geglaubt, dass Gott bei mir ein solches Wunder vollbringen würde. Die Hoffnung aber habe ich trotzdem nie aufgegeben. Es verging über ein Jahr, als das Wunder endlich geschah. Ende Januar 2022 ging es mir nicht gut. Es war Wochenende und ich wollte montags zu meiner Hausärztin gehen. Gott aber hatte einen Plan für mich. Am Samstagabend auf der Toilette hatte ich etwas Nasses in der Hose. Es war der 8 cm große Tumor. Gott hat die Gebete erhört und mich geheilt. Gott ist großartig. Danke für eure Gebete. Ist das nicht wunderbar? Gott hat doch wirklich Humor, dass ein Tumor in die Hose geht. Gebet für den Sohn. Rückenschmerzen verschwinden, schreibt diese Frau aus der Schweiz. Vielen Dank für die Gebete für meinen Sohn. Die Rückenschmerzen sind völlig verschwunden. Wie wunderbar. Und noch ein weiteres Zeugnis. Wunde völlig geheilt, schreibt ein Mann aus Bayern. Am Sonntag hörte ich am Nachmittag den Gottesdienst an und Daniel sagte, eine Wunde wird geheilt. Das war bei mir. Die Wunde ist über Nacht völlig geheilt. Danke, mein Herr, für deine Heilungskraft. Immer wieder so wunderbare Zeugnisse. Wie schön. Ja, auch geht mal was gut, was in die Hose geht. Normalerweise sagt man dazu, das, was schief geht. Aber so grandios, solche Ideen, was Gott hat, wie es funktioniert. Ich sag dir, hast auch du was, wo funktioniert hat, wo Gott dich berührt hat, lass es uns wissen. Wir würden es gerne hier vorlesen. Ja, Wissen macht erfolgreich. Und wie ich schon sagte, ich meine jetzt weniger die Schulbildung, sondern wirklich das Wissen,
dass die ganze Kraft Gottes in dir wohnt und wirkt. Und gehe heute in diesen Tag hinein. Und wenn es auch du diese Sendung abends anschaust, verbringe wirklich dein Leben in dem Wissen, dass die größte Kraft, die es überhaupt gibt, die Kraft des Heiligen Geistes, gesandt durch Jesus Christus, in dir wohnt. Schick uns dein Anliegen, wenn du Gebetshilfe brauchst. Wir beten gerne für dich und heute auch am Telefon bis 13 Uhr. Ja, und am Sonntag 10 Uhr sind wir wieder für dich da. Im Livestream und auch auf YouTube. Schau mal vorbei. Und wenn du uns montags haben möchtest in deinem Postfach, dann buche die Ermutigung der Woche völlig kostenlos auf unserer Webseite. Schön, dass du dabei warst. Wir freuen uns und verabschieden uns, wünschen dir gottesreichen Segen. Alles Gute und der Herr segne dich.